Schön, dass ihr da seid, pünktlich zur Live-Insta-Story auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Ich grüße euch. Ja, ich winke euch auch zu. Ich habe heute ein Thema für euch, was eigentlich überhaupt für Gespräche oder zum Lesen ziemlich langweilig ist, nämlich Versicherungen. Schaltet aber nicht ab. Weil Versicherungen haben wir alle. Versicherungen sind eine wichtige Sache. Nicht alle, aber einige. Und der Versicherungsgedanke ist auch ein guter Gedanke. Nämlich, wir stehen füreinander ein, wenn wir wirklich Probleme im Leben kriegen. Also Stichwort, ja, schön. Stichwort Solidargemeinschaft, ne? Eine Versicherung ist für uns alle wichtig. Weil wir uns gegenseitig quasi absichern. Dahinter steht eben ein wunderschöner Gedanke. Wir sind eine große Gemeinschaft und wir helfen uns gegenseitig. Das gefällt mir sehr gut. Wir Deutschen haben es aber mit Versicherungen übertrieben oder übertreiben es auch gern ein wenig. Wir kümmern uns auch nicht drum. Ich will mich da nicht ausschließen. Ich habe auch schon die eine oder andere Versicherung über viele, viele Jahre, entschuldigt, über viele, viele Jahre gehabt und habe sie mir jahrelang nicht angesehen. Und ich könnte mir vorstellen, einigen von euch geht es auch so. Vor 10 Jahren oder 5 Jahren eine Versicherung abgeschlossen und nicht wieder reingeguckt, ist eigentlich ein Klassiker. Würde ich euch nicht empfehlen. Komme ich gleich nochmal dazu. Und wir Deutschen gucken nicht rein in unsere Versicherung. Und wir haben meistens auch viel zu viele und einige völlig unnötige. Also, wir übertreiben es gern ein wenig. Wir sichern uns sehr umfassend ab. Obwohl da manchmal weniger tatsächlich mehr ist. Und auch die Versicherungen übertreiben es mit dem Umsorgen von uns, ne? Uns allen. Die Versicherungen legen ganz verschiedene Versicherungen auf, die im Grunde die Versicherung braucht, aber nicht wir, weil wir total überversichert sind und sie quasi nur uns unser Geld aus der Tasche ziehen, aber wir sie im Grunde nicht brauchen. Und da komme ich gleich zur Überleitung, wann brauchen wir denn Versicherungen? Denn das ist ja im Grunde die zentrale Frage. Zwei zentrale Fragen, die sich dann stellen. Wann brauchen wir Versicherungen? Nämlich, um existenzielle Risiken abzusichern und um Risiken abzusichern, die uns finanziell ruinieren. Das sind zwei Sachen, die hakt ihr euch bitte in euren Hinterkopf hinein. Existenzielles Risiko und finanzieller Ruin. Mit diesen beiden Fragen oder Fakten könnt ihr alle Versicherungen, die ihr habt, abklopfen. Also sichert diese Versicherung, die ich da habe oder die man mir anbietet, ein existenzielles Risiko ab, mein existenzielles Risiko ab oder bewahrt sie mich vor dem finanziellen Ruin? So, da können wir ja gleich mal anfangen mit den Handyversicherungen. Eine meiner liebsten Versicherungen. Sichert sie ein existenzielles Risiko ab? Nein, natürlich nicht, weil ob ich sie habe oder nicht, wenn ich einen schweren Unfall habe, nützt mir die Handyversicherung überhaupt nicht. Sichert sie einen finanziellen Ruin von mir ab? Natürlich nicht. Wenn mein Handy kaputt geht, selbst wenn es, was weiß ich, weiß nicht, was die neuesten iPhones kosten, 1.200 € kostet, ruiniert es mich nicht. Nicht wirklich. Und wenn es mich ruinieren sollte, dann habe ich aber nicht so ein Handy von 1.200 €, ne? Also, das sind die beiden Fragen. Und wenn wir diese Fragen im Hinterkopf haben und uns der Versicherungslandschaft nähern und uns unseren existenziellen Risiken und den finanziellen Ruin nähern, dann kommen wir im Grunde auf nur drei Versicherungen, die wirklich wichtig sind. Die Verbraucherschützer beten das auch hoch und runter, gibt es auch gute Studien darüber. Ihr kennt die alle, wahrscheinlich habt ihr sie auch alle, aber wahrscheinlich habt ihr auch viele mehr. Ganz wichtig, Versicherung, Krankenversicherung, natürlich, die habt ihr alle. Wenn ihr angestellt seid, habt ihr sie sowieso verpflichtend, gesetzlich versichert. Die Selbstständigen können sich freiwillig versichern. Manche Freiberuflerberufe sind aber auch quasi zwangsverpflichtet, wie Journalisten zum Beispiel, ne? Die sind dann auch in der gesetzlichen Krankenversicherung. Krankenversicherung,
Die Gemeinschaft trägt die Krankenkosten jedes Einzelnen, denn wenn ich hier ins Krankenhaus gehe und mein Blinddarm muss raus, dann kann ich das im Zweifel, na, das könnte ich vielleicht noch bezahlen, aber wenn es dann an eine Herz-OP geht oder schwierige OPs oder langwierige Reha-Maßnahmen oder teure Medikamente, wo dann mal locker vielleicht 100.000 Euro auf der Uhr stehen, das ist für jeden Einzelnen wirklich zu viel. Deswegen Krankenversicherung, existenzielles Risiko und finanziellen Ruin sichert es ab. Und natürlich die private Haftpflichtversicherung. Na? Wenn dir durch irgendeine dumme Sache jemanden so verletzt, dass er oder sie vielleicht querschnittsgelähmt ist, mein ganz schlimmes Problem, dann seid ihr finanziell ruiniert, weil ihr müsst Schadensersatz leisten, und zwar euer ganzes Leben lang. Und ihr habt von jemandem quasi die Existenz ruiniert. Also deswegen Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung und es kommt auch dazu die Berufsunfähigkeitsversicherung. Denn wenn ihr berufsunfähig werdet, also ihr selber nicht mehr arbeiten gehen könnt gegen Geld und ihr aber das eure einzige Einkommensquelle ist, dann seid ihr finanziell ruiniert, wenn ihr die BU nicht habt, zum Beispiel. Und das existenzielle Risiko ist in diesem Falle, ja, dass ihr kein Einkommen mehr generieren könnt und ihr eure Existenz nicht mehr sichern könnt. Also, das sind die drei wichtigsten Versicherungen. Dann gibt es noch Spezialversicherungen, die ja in manchen Situationen auch wichtig sind. Risikolebensversicherung zum Beispiel, wenn ihr als Alleinverdienerin ein Kind habt und das absichern möchtet, kann oder ist eine Risikolebensversicherung überlegenswert und auch gut und richtig und die kostet auch nicht die Welt. Das ist gut. Hausratversicherung ist nice to have. Wer wirklich teuren Hausstand hat und vielleicht im Erdgeschoss wohnt, kann eine Hausratsversicherung auch ganz okay sein. Finanzieller Ruin, zumindest finanzielle Unannehmlichkeiten sichert sie ab. Eine Unfallversicherung ist kein Must-have, ist eine Abwägungssache, ob ihr wirklich im Falle eines Unfalls eine größere Summe braucht, um vielleicht eure Wohnung umzubauen. Oder ihr federt es mit Rücklagen ab. Und die Pflegeversicherung, das kommt drauf an, wie hoch, wie viel Geld ihr verdient, wie viele Rücklagen ihr bilden könnt, wie viel Vermögen ihr bilden könnt, wie alt ihr seid, ob eine Pflegeversicherung noch Sinn macht oder es keinen Sinn macht. So, das sind so erstmal das Potpourri. Was natürlich wichtig ist, wenn ihr eine Immobilie habt, braucht ihr eine Gebäudeversicherung. Wenn ihr ein Auto habt, müsst ihr verpflichtende Kfz-Versicherung haben. Ganz klar, ne? Das sind so Spezialversicherungen. Aber die wir wirklich so privat brauchen, sind die drei: Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung. That's it. Völlig überflüssige Versicherungen sind, wie ich schon angesprochen habe, ne? Handyversicherung. Lasst die euch nicht aufschwatzen, das ist echt ein teures Teil. Und ihr braucht es nicht. Brillenversicherungen. Also ich trage seit 30 Jahren eine Brille. Ich habe mich noch nie auf meine Brille gesetzt. Kann mal jemand einen Daumen nach unten schicken, wenn er oder sie sich schon mal auf seine Brille gesetzt hat? Solltet ihr eine Brille tragen? Brillenversicherung halte ich für absolut überbewertet. Völliger Blödsinn. Was gibt es noch? Glasbruchversicherungen. Also alle diese Versicherungen. Oder wenn sich ältere Leute anfangen, Risikolebensversicherungen hier dynamisch. Ja, genau. Dynamik unbedingt rausnehmen. Aber Risikolebensversicherung ist schon okay. Aber du musst halt wissen, was du damit willst. Also wen du absichern willst im Falle deines Todes. Ist eine sinnvolle Versicherung, aber du musst natürlich wissen, warum. Du hast noch nie eine Brille aufgesetzt, Stefanie. Ja, dann brauchst du auch keine Brillenversicherung, definitiv nicht. Also, was hatte ich gesagt? Genau. Manche ältere Leute fangen an, Sterbeversicherungen abzuschließen. Ich weiß gar nicht, ob die genau so heißen, aber solche Versicherungen abzuschließen, damit die Beerdigung bezahlt wird. Meiner Meinung nach auch eine überflüssige Versicherung, lieber Rücklagen bilden, die auf einem extra Tagesgeldkonto liegen, wo die Nachkommen darauf zugreifen können und zwar relativ schnell darauf zugreifen können. Am besten ein bevollmächtigtes Konto haben, damit die Nachkommen darauf zugreifen können und da kann man das Geld ansparen für die Beerdigung. Da braucht man keine teure Versicherung, die auch viele Provisionen kostet, abzuschließen. Das ist überversichert. Hier ist eine Frage. Kinderpflegeversicherung oder wie das heißt. Kinderpflegeversicherung. Weiß ich gar nicht, was das sein soll, ehrlich gesagt, nur Perfektionista.
So wie bei uns Alten, weiß ich gar nicht, kenne ich überhaupt nicht, Kinderpflegeversicherung. Ich glaube, es gibt so viele Versicherungen, die wirklich kein Mensch braucht. Aber bei der Kinderpflegeversicherung, was soll da abgesichert sein? Kinder sind durch die Krankenversicherung abgepflichtet, gesichert. Ja gut, Langzeitschäden, aber dann ist die Frage, wer hat die verursacht? Also weiß ich nicht. Aber das ist eben sowas, das sind auch so eine Versicherung, glaube ich, die mit der Angst spielen, mit der Angst von Eltern. Wir wollen ja, dass unsere Kinder ja einen guten Start haben und dass uns das tatsächlich nicht ruiniert, wenn mit ihnen irgendwas passiert. Aber ich finde, da sollten wir dann auch so ein paar Statistiken mal heranziehen und die Emotionen rauskicken und uns auf nüchterne Fakten verlassen. Und dass Kinder wirklich geschädigt werden durch irgendeinen Unfall oder sowas, falls das Kind ein Pflegefall wird. Ja, okay, danke. Ja, dann würde ich mir, also wenn ihr vor dieser Frage steht, vor dieser Angst steht, falls mein Kind ein Pflegefall wird, was passiert dann finanziell? Dann würde ich immer so sagen, guckt euch die Statistiken an. Wie viele Kinder werden Pflegefälle? Wie viele von den geborenen Kindern werden Pflegefälle? Und dann könnt ihr, wir gucken, wie ist eure ja, Risikosituation? Macht ihr ständig Actionurlaub? Wohnt ihr an einer Autobahn, neben einer, was weiß ich? Also, dann guckt eure persönliche Risikoposition an und dann kommt zu einer Entscheidung, aber lasst euch nicht kirre machen. Ja? Okay, für mich ist das so eine Angstversicherung, die mit der Angst von Eltern spielt. Also, das sind die Versicherungen. Was ganz wichtig ist, wo Versicherungen auch ein ganz großer Punkt sind, vor der Vermögensanlage, vor dem Vermögensaufbau müsst ihr euch gegen eure existenziellen Risiken abgesichert haben. Also ohne Haftpflichtversicherung, aber einen fetten ETF-Sparplan haben, kann gut gehen, muss aber nicht. Wenn nämlich ihr Vermögen aufbaut und habt aber keine Haftpflichtversicherung und ihr schädigt wirklich eine Person so, dass ihr lebenslang Schadensersatz zahlen müsst, dann müsst ihr euer Vermögen rüber überweisen. Dann habt ihr dieses Vermögen nicht mehr. Deshalb immer zuerst diese drei Sachen absichern vor dem Vermögensaufbau. Das ist ganz wichtig für euch. Und diese kleinen Risiken des Alltags, ne, wenn ich mich auf meine Brille setze, wenn ich mein Handy schrotte, oder was weiß ich, irgendwo mein Glastisch zu Bruch geht, dann bildet bitte Rücklagen. Genau dafür sind Sicherheitspuffer auf Tagesgeldkonten gedacht, dass ihr euch dann absichern könnt mit eurem eigenen Geld, weil es euch eben nicht finanziell ruiniert. Okay? Ich guck mal, hier sind ein paar Fragen. Es gibt oftmals einen Anspruch auf eine recht hohe Geldsumme, welche für den Umbau des Hauses dient. Ja, in der Unfallversicherung. Ich weiß jetzt nicht, ob in der Pflegeversicherung. Das kann sein, ja. Also wie gesagt, ihr müsst das genau anschauen und möglichst versucht den Angstfaktor auszublenden, denn genau dieser Angstfaktor ist das, auf dem die Versicherungen in wunderbarer Klaviatur spielen. Ne? Lasst euch da nicht kirre machen. Rechtsschutz, ah, genau. Stimmt, Rechtsschutzversicherung, die habe ich vergessen. Ja. Ich bin mir da nicht so, ich bin da so ein bisschen ambivalent bei Rechtsschutzversicherungen. Ich würde die einsortieren so weit hinter Risiko- und Unfallversicherung. Also wenn du jemand bist, El Clauso, der sich gerne streitet und der denkt, oh, die Welt besteht aus Menschen, die mir ständig was Böses wollen oder ständig an mein Geld wollen, dann ist eine Rechtsschutzversicherung mit Sicherheit nicht schlecht. Aber wenn ihr jemand seid, die versuchen, die Dinge auf normalen Wege zu klären, und nicht immer recht haben müssen, dann geht's, denke ich, auch ohne Rechtsschutzversicherung. Wenn Rechtsschutzversicherung, dann überlegt euch, warum braucht ihr diese Versicherung? Habt ihr viel mit Handwerkern in eurem Haus zu tun oder seid ihr in einer schwierigen Branche, beschäftigt? Wo sich die Arbeitgeber nicht fair verhalten oder extrem arbeitgeberunfreundlich, dann kann natürlich eine Rechtsschutzversicherung durchaus Sinn machen. Ich würde dann natürlich eher dafür plädieren, wechsel die Branche. Weil wer will in der Branche arbeiten, wo die Arbeitgeber einen nicht gut behandeln? Rechtsschutzversicherung finde ich so, kann man haben, muss man nicht. Ich persönlich habe auch keine.
Ich habe aber in der Tat eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung. Das ist auch so eine Spezialversicherung. Warum habe ich die? Die Versicherung schützt für relativ wenig Geld mein Vermögen aus dem Grunde, weil ich als Journalistin mich öffentlich äußere. Ich blogge ja, das wisst ihr. Ich äußere mich auch auf Podien und woanders, teilweise deutlich. Und manchmal, ja, kann es sein, dass sich jemand auf die Füße getreten fühlt und mich vor das Gericht zerrt. Ist mir auch schon passiert. Da geht es dann um Persönlichkeitsrechtsverletzungen, weil ich ein falsches Adjektiv, ein verletzendes Adjektiv oder ein nicht zutreffendes Adjektiv benutzt habe, wo sich dann jemand angegriffen gefühlt hat. Dann geht es um ja, Abmahnungen oder einstweilige Verfügungen. Und die können auch deine Vermögen schädigen. Und dafür habe ich eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, damit mir keine Menschen mit großem Geld, die nicht gerne die Wahrheit verbreitet haben möchten, mir ans Bein pinkeln können, sondern ich gewappnet bin, die Wahrheit zu sagen. Weil wir haben zwar Pressefreiheit, aber ich sage euch, es gibt da draußen viele, viele sehr reiche, sehr vermögende, sehr mächtige Menschen, die manchmal nicht wollen, dass wir Journalisten das sagen, was wir wissen. So, und davor schütze ich mich, weil ich möchte es weitersagen können. Okay? Ich darf natürlich keine Unwahrheiten verbreiten. Ne? Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich verbreite keine Unwahrheiten. Ich kann das schon alles belegen. Nur trotzdem fühlen sich manche Leute oder gerade deswegen manchmal angepisst. Ich danke euch für euer Herz. Es ist manchmal nicht leicht, Journalistin zu sein oder Journalist. Auch in unserem Land, auch wenn wir immer noch deutlich bessere Arbeitsbedingungen haben als in anderen Ländern, aber auch bei uns werden die Korridore enger. Leider. Okay, was wollte ich euch noch sagen? Ach so, wenn ihr Versicherungen, was die Versicherungsindustrie auch gerne macht und auch vor allen Dingen ich danke euch für euren Herzen. Das bedeutet mir was. Was die Versicherungen gerne machen, die Vertriebsgesellschaften, diese Drückerkolonnen von MLP bis AWD und so weiter, sie koppeln gern Lebensversicherungen an Berufsunfähigkeitsversicherungen. Wenn euch sowas entgegenkommt oder wenn ihr Berufsanfänger habt in eurem Bekanntenkreis oder eure Kinder plötzlich sowas auf den Tisch bekommen, bitte nicht machen. Jedes Produkt einzeln abschließen. Immer die Produkte einzeln abschließen. Einzelne Berufsunfähigkeitsversicherung, einzelne Lebensversicherung, wenn denn die Lebensversicherung unbedingt sein muss. Lebensversicherungen gehören auch zu den Lebensversicherungen, die man nicht mehr abschließen sollte. Überhaupt eine Versicherung zum Vermögensaufbau würde ich nicht empfehlen. Private Rentenversicherung bin ich auch kein Freund von. Aber das ist noch eine andere Art von Versicherung. Da geht es dann tatsächlich um Rente und eine andere Form der Absicherung. Also niemals Produkte zusammenkoppeln. Immer Versicherungen einzeln abschließen, damit ihr sie auch einzeln kündigen könnt. Okay? Gut, das war mein Wort zum Donnerstag auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Ich gucke mal hier noch auf meinen Spickzettel. Komme ich da wieder raus, wenn ich BU mit Lebensversicherung habe? Ja, nur Perfektionista, das ist ein schwieriger Fall. Warte mal, wenn du eine BU hast, die BU ist an die Lebensversicherung rangekoppelt. Wenn du die Lebensversicherung kündigst, kündigst du quasi die BU mit. Das heißt, du müsstest dir eine neue Berufsunfähigkeitsversicherung suchen. Das ist ja dann immer der Dreh. Meiner Meinung nach kann man aber die Berufsunfähigkeitsversicherung kündigen, ohne dass die Lebensversicherung gekündigt wird. Das geht meistens. Da musst du in die Verträge reingucken, da steht es genau drin, bei Versicherungsbedingungen. Ich glaube, BU kündigen geht, aber Lebensversicherung, also BU kündigen geht, Lebensversicherung bleibt, aber wenn du die Lebensversicherung komplett kündigen willst, dann kündigst du auch die BU und dann kommt es darauf an, wie alt du schon bist und ob du vielleicht woanders eine bessere oder schlechtere Berufsunfähigkeitsversicherung gibt. Aber wenn du jünger bist, ist das meistens eigentlich kein Problem. Da würde ich, wenn du sowas hast und du willst da raus, komplett raus, würde ich mir vorher von dem Versicherungsmakler mal eine neue Berufsunfähigkeitsversicherung zeigen lassen. Vielleicht ist die sogar günstiger und dann kannst du alles auflösen. Ist auch eine Möglichkeit. Ins Kleingedruckte nochmal reingehen.
Was macht man mit BU und Rentenlebensversicherung? Ja, das ist genau der Punkt. Die Frage ist, was willst du haben? Willst du noch die Berufsunfähigkeitsversicherung haben oder die Renten- und Lebensversicherung? Manchmal kann man die Berufsunfähigkeitsversicherung kündigen, wie gesagt, aber da müsst ihr in die Versicherungsbedingungen reingucken. Das steht da auch lesbar und gut verstehbar drin. Das ist nicht so eine Klausel, die total schwierig zu verstehen wäre. Geht in die Versicherungsbedingungen, da steht ganz genau drin, welche Versicherung gekündigt werden kann und wann welche mit abstürzt, sozusagen. Wie notwendig ist die Berufsunfähigkeitsversicherung? Die ist ziemlich notwendig, weil die Frage ist ja, wovon lebst du? Also wenn du jetzt drei Häuser hast, die du vermietest und noch einen Garten hast, dann ist vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht ganz so tragend, denn die brauchst du vor allen Dingen, um deine Arbeitskraft abzusichern, deine Arbeitskraft, mit der du dein Einkommen verdienst. Na, das ist ja der Punkt. Und unsere Arbeitswelt ist schon ziemlich verrückt. Die Raten des Burnouts oder der seelischen Erschöpfung, sag ich mal, steigen auch. Deswegen die Berufsunfähigkeitsversicherung ist meiner Meinung nach, tatsächlich ein Must-Have. Denn wenn du geschädigt bist und du kannst kein Geld mehr verdienen und du hast nicht genug Vermögen, dann bist du quasi finanziell ruiniert und du hast ein existenzielles Problem. Na? Und von der Grundsicherung zu leben, ist nicht schön. Also, das geht schon sehr in eine entwürdigende Richtung. Geht schon irgendwie, aber da hat man kein schönes Leben mehr. Deswegen, die BU ist meiner Meinung nach ein Must-Have. Aber du kannst natürlich auch gut durch dein Leben kommen, ohne gegen Berufsunfähigkeit versichert zu sein. Geht auch. Ist ein riskantes Spiel. Geht aber auch, natürlich. Bitte, Perfektionist. Okay, Masch, ich gucke nochmal, was hier noch da steht. Wenn du an Krebs erkrankt als Freischaffender, dann hat mir die BU sehr geholfen. Ah ja, danke, Stefanie. Genau, wenn du plötzlich als Freiberufler oder Selbstständige eine schwere Erkrankung hast, dann zahlen die Berufsunfähigkeitsversicherungen auch. Manchmal zahlen sie nicht freiwillig. Da kommt dann vielleicht wieder eine Rechtsschutzversicherung ins Spiel. Da muss man ihnen auf die Füße treten mit Anwälten. Das ist zwar ärgerlich, gerade in der Situation, wenn man um sein Leben kämpft und seine Gesundheit kämpft. Aber deswegen, wenn ihr eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen wollt, überlegt euch das sehr genau. Geht zu einem spezialisierten Versicherungsmakler und lasst euch verschiedene Angebote stellen. Die Versicherungsmakler fragen gerade bei den Berufsunfähigkeitsversicherungen gern anonym an, damit ihr die besten Angebote bekommt. Na? Und das ist eine Entscheidung für eine BU, Berufsunfähigkeitsversicherung, die länger braucht. Die entscheidet, eine Haftpflicht ist relativ schnell abgeschlossen. Aber die Berufsunfähigkeitsversicherung, da könnt ihr euch gut und gerne ein Vierteljahr, ein halbes Jahr damit beschäftigen, alle Optionen prüfen, weil das ist eine Versicherung, die schließt ihr im besten Fall einmal ab. Und die habt ihr dann bis zum Ende eurer Berufstätigkeit. Deshalb geht da mit Zeit ran, mit Muße, mit Geduld. Das ist eine wichtige Versicherung. Nicht nur einfach so mal Holterdiepolter machen. Ne? Deoltrocke, Dörte. Hallo, ich grüße dich. Ab einem bestimmten Alter lohnt sich die BU eventuell nicht mehr. Ja, das stimmt natürlich. Also wenn du schon 50 bist, also musst du meistens für eine Berufsunfähigkeitsversicherung relativ viel Geld zahlen und du hast ja nicht mehr lang zur Rente. Absolut. Also in den 20ern, in den 30ern ist auch noch eine gute Zeit, die abzuschließen. Danach wird die Lücke dann immer enger. Und da hast du ja auch schon viel gearbeitet und hast hoffentlich auch ordentlich Vermögen angesammelt. Danke für den Hinweis, Dörte. Das Alter ist natürlich auch ein Punkt dabei. Das stimmt. Ich habe es vorhin gerade angesprochen, wenn ihr Versicherungen habt, die wirklich überflüssig sind, könnt ihr einmal im Jahr kündigen. Und wenn die Beiträge erhöht werden, habt ihr ein Sonderkündigungsrecht, da könnt ihr sofort kündigen. Und ansonsten bei Haftpflicht zum Beispiel oder auch bei Unfallversicherung, prüft echt jedes Jahr, gerne am Anfang des Jahres, also jetzt, gute Zeit. Eure Versicherungsverträge, haben die noch die Leistungen, die ihr braucht und zahlt ihr noch den Preis, den marktgerechten Preis? Vergleicht auf den Portalen, guckt euch das an für die Versicherung und wenn ihr feststellt, ach nee, eine andere Versicherung hat bessere Konditionen und ist vielleicht noch günstiger, dann wechselt.
sich seine Versicherungsverträge anzugucken, ist immer wichtig. Ich mache das einmal im Jahr und dann wisst ihr, auf welchem Stand ihr seid, dann habt ihr alle Überflüssigen aussortiert und nur noch die Wesentlichen. Dann habt ihr eure Ausgaben optimiert, wunderbar und vielleicht sogar ein paar Euro freigesetzt, die ihr sparen könnt zum Rücklagen bilden und zum Vermögensaufbau. Okay? Damit ihr euch so auch weiter absichert. Okay. So, das ist alles, was ich euch sagen wollte. Ich wünsche euch was und morgen geht es um, ich gönne mir was. Zum Freitag ist das, denke ich, ein guter Punkt, wenn ihr ins Wochenende geht und vielleicht noch einen drauf machen wollt oder kurz davor seid, wegzugehen. Ich gönne mir was, ist morgen das Thema. Und ich gönne mir jetzt auch noch einen Schluck aus meinem Tee. Ich habe heute gar nicht viel getrunken. Meine Tasse Tee. Bitte schön, Julida. Und ich freue mich auf euch morgen und habt noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Eure Geldfrau.